Komm, wir gucken uns mal die Bilder nicht zu genau an. Ich will euch das mal zeigen, wie... Interesting. Yeah, maybe. War es das alles, was du dazu zu sagen hast? Hier ist aber auch keiner. Es ist offen, Leute. Ich bin leicht irritiert. Wir müssen hier nicht hoffen. Haben die alle Zimmer zugenagelt eigentlich? Hier sind noch Schuhe. Was zum? Hat ihm die Wand eingerissen? Was ist das? Hä? Ah! Auf ewig. Was? Erstickt? Ach, das ist eine Ameise in Bernstein. Okay. Yeah. Hier sind Zigaretten. Ich glaube, die sollen auch mal wieder ab und zu verleiten. Aber allein, dass ich durchgelaufen bin, ist ja schon irgendwie... Ah doch, nee, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Na, schaffst du es? Oh yeah. Da ja doch was drauf. Das ist ganz schön beweglich, der gute Harry. Was zum? Süß. Ah, wir sind jetzt schon, wir sind jetzt im Alice-Dings drinnen. Im Wonderland. Müssen wir eigentlich hinter der Theke jetzt... Oh, hier ist wieder irgendwo eine Erinnerung. Okay, falsche Richtung, sorry. Lass mal hier in den Kühlschrank gucken, mal sehen, was wieder Ekliges drin ist. Ich meine, das ist ein Restaurant, ja. Es kann ja nicht so... Ist da hier überhaupt alles gefasst? Hä? Mein perfektes Plastikmädchen. Mhm. Die hat noch hinten noch was auf dem Rücken stehen. Na, okay, nehmen wir es mal mit. Erinnerung ist ja schließlich Erinnerung. Hey, du solltest die Tür zumachen. Okay, dann lass sie halt offen stehen. Nicht, dass es eh schon genug vereist wäre. So, wo ist es jetzt? Hier. Das da, oder? Ah, okay, die Schürze dann. Husch, ich bin das fliegende Handtuch. Ganz schön Blut verschmiert. Oh nein, die haben das Würgespiel gespielt. Okay, wir hören uns mal an. Ich kann nicht glauben, dass sie diesen Witz vor Rick gemacht haben. Jeder weiß, wie nah er seinem Bruder gestanden hat. Okay. Bestimmt ja seinen Bruder verloren und er hat dann noch so einen Würgewitz gemacht. Ja, jetzt in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob man da hinten jetzt raus bei diesem Exit. Sieht nicht so aus. Oh, hier um die Ecke noch irgendwie. Nein, ich will doch nicht. Da war noch eine Tür. Die ist denn bestimmt, weil er sich so sagt, nö. Ah, doch nicht. Yay. Was ist das für eine Musik? Das ist nur eine Jukebox. Ah, gut, hier ist noch irgendwo noch von dem Würgespiel in Erinnerung. Da laufen hier irgendwo Fernseher oder Radio. Oh, Ballbecken mit vier Bällen drinne. Das war's wohl da hier, dieses. Folgt dem weißen Hasen. Too easy. Echt? Dem. Ja, okay. So, wir wollen ja noch die Erinnerung haben und hier irgendwie zwischen den Stühlen lang. Stühlen, Alter. Tischen. Ey. Klatsch doch jemand, das ist nicht durch die Gegend. Prüde, oha. Vielleicht von dem Typen, der auch oben, den wir oben auf dem
auf dem Berg getroffen haben mit seinem Auto. Der Geister, der war. Oh, die Musik schon. Ich hör's. So, okay, gut, dann wieder raus hier. Hat sich ja voll gelohnt. Ja, wir sind auf jeden Fall auf einer anderen Stelle hier. Dass wirklich keiner mehr hier ist. Ich meine, die Leute müssen ja irgendwo sind. Oder sind die einfach alle weggefahren, weil sie sich denken, oh, Silent Hill ist eingeschnallt. Ach nee, haben wir lieber mal einfach alle ab. Hier können wir schon reinleuchten. Ah, hier kann ich durch. Ah, hier ist noch irgendwo noch eine Erinnerung, eine Nachricht. Conny? Nee. Looks like Cheryl. Stimmt allerdings. Sieht aus wie Cheryl. Hä? Okay, dann hier. Ganz ruhig. Zöpfe. You got all your books? Your lunch? Good. How come you changed your hair? The other girls tell you to do your hair like that? I thought you looked great with pigtails. Okay, honey. You have a nice day. Okay. So, wohl von dem Vater, der seine Tochter einfach mal zur Schule gefahren hat. Sie hat ihre Haare geändert. Oh mein Gott, nein, wie konnte sie nur. Ja, mal sehen, wo wir jetzt hier überhaupt lang müssen. Ich meine, er hat sich das was schön angesehen gehabt. Hä, was? Achso, okay, na gut, dann machen wir es mit den Nägeln hier raus. Quietsch. Es wurde aber ordentlich gegen Einbrecher gesichert, vor allem von außen. Ich finde das sehr sinnvoll. Vielleicht ist es auch Ort, dass Leute aus der Schule nicht raus sollen. Aber ich glaube, dass wir da drin wieder schön durch die Schule laufen dürfen dann. Tsching. Was? Klettern los. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis ich will alles vereist hier. Wie soll denn das für eine Notunterkunft sein, wenn die niemand draußen ringsrum Schnee schippen können? Hier drin will ein neuer Schlüssel? Nee, eine Erinnerung. Schutz des Himmels. What? Nein, dreh nochmal um. Okay, gut, einfach mitgenommen. Hm. Ah, hier ist wieder ein Geist. Bestimmt wurde der auch misshandelt oder sowas. Achso, nee, dann machen wir mal zurück. Lass mich raten, gleich sprintet er wieder an uns vorbei und dann wird wieder in eine Eiswelt kommen. Ach schade, ich habe ihn nicht erwischt. Steht da hinter uns und lacht uns aus. Okay, Kacke ist wa. So, das hätte. Nee, ein Bild zerrissen. Okay, das ist die eine Hälfte, das ist die andere. Man erkennt vermutlich, ist da ein Mensch drauf. Jetzt gehe ich so im Brüder, okay. Ich weiß, dass es kaltherzig ist, es so zu tun, aber du willst mir ja nie zuhören. Es tut mir leid, aber es ist aus. Ich kann das nicht, wenn du mich nicht an dich ranlässt. Steve. Okay, aber irgendwie ist das immer so ein Kinderschatten mehr. Muss ich sagen, von den Geistern her. So... Courtyard, was war denn das? Bestimmt der Schulhof war. Ja, Schulhof, toll. Ich gehe nochmal zurück, vielleicht war nochmal irgendwo Erinnerungen, Geister oder etc. Ey, ich fühle mich hier eher wie so ein Geisterjäger oder sowas. Er sucht nicht wirklich seine Tochter, der rennt eher durch irgendwelche Schulgebäude. Raum 4D, sehr verdächtig. Was haben wir hier? Stimmt hier nochmal sowas Zigaretten oder sowas mäßiges rum? Die natürliche Welt, Moskitos. Wir stehen so direkt davor, aber wir haben trotzdem keinen Schatten, der durchs Bild geht. Yay. Okay, gut, wir sind ja trotzdem draußen. Ja, ich hätte gerne nochmal irgendwie eine Übersicht. So, da hinten wären wir ansonsten eh rausgekommen. Ich speichere nochmal sicherheitshalber. Man weiß ja nie, wann man angefallen wird.
Tschum, tschum, tschum. Teacher's Lounge. Ah, hier sitzt wieder irgendwo jemand. Da. Achso, wohl im Pausenklingeln. Ich habe seine Brotbüchse vergessen. Oh nein, doch nicht. Liebste Caitlin. Die letzten Wochen waren unglaublich. Aber es wäre die Krönung, wenn du mit mir zum Abschlussball gehen würdest. Sag ja und ich schwebe auf Wolke 7. Mike. Süß. Aber ich finde es auch interessant, dass man so hier wenigstens irgendwelche Hintergrundsachen rausfindet. Ansonsten hat man nur Dokumente, endlose Dokumente gefunden. Okay, hier geht's rein. Also wirklich endlose. Angefangen Schneemann zu bauen und hier weitermachen. Boah, was Sinnvolles. Wir haben noch keinen richtigen Schneemann gefunden. Als ob wirklich hier keine Kinder irgendwie in der Stadt wären. Und die haben so eine riesige Schule. Das ist unglaublich. Okay, Theater, Zeichnen, nee. Schreiben, Lesen, Händchen halten. Biologielabor. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt hier gerade mache. Wir hätten auch woanders reingehen können. Dann werden die Viecher wieder schön abstrakt aussehen. Es tut mir leid. Ah, hier ist Sexualkunde. Also gut, dann kann ich ihn noch nicht sexier machen hier. Birds and the bees. Die Vögel und die Bienen, oh yeah. So. Was benutzt? Ah, hier. Was ist das? Oh Leute, soll ich es wirklich... Nee, dann geht der Ekel hoch. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich wäre entweder Sexualität oder normal. Weil je nachdem, wie sich die Monster ändern, kann man doch schon sehen, was das ist. Alter... Wo ist es? Komm her. Hinter der Tafel? Nee. Der Fernseher hat so gemacht. Ich hätte gern nochmal irgendwie eine Karte, so. Ah, okay, doch haben wir ja. Oh Gott. Halt, nein. Ich will noch was. Oh, und wir haben uns voll verlaufen. Nein, ich glaube nicht. Wir sind, glaube ich, sogar relativ richtig. Wenn wir dann nur noch rüber müssen. Freundschaft von Catherine Anderson. Ich habe einen Freund, der perfekter nicht sein könnte. Das war jetzt noch gerade dieses Settley. Das Biologielabor. Halt, ich muss einen Blick drauf werfen. Was? Komm, gehen wir einfach mal jetzt hier die Treppe hoch. Planetarium und Kunst. Planetarium würde ich mir eigentlich gerne ansehen wollen. Oh, okay. Das war irgendwie zu erwarten. Hier? Wo ist er? Komm. Hey, toll. Durchgebrannt oder was? Oh, durch das an. Die ganze Erde ist, also die ganze Welt war so vorbei geschießt. Okay, wir müssen irgendwie diese scheiß Geisterinnerung Nachricht finden. Das nervt so viel Klang. Hier ist es. So, großer Bär. Mehr ich jetzt verstanden. Das muss schon irgendwas komplett Behindertes sein, also so
Wo ist denn der Bär? Für sich durch den Wagen? Ich weiß nicht, ob ich damit auskennen würde. Ich gehe mal zu ihm zurück. Das ist ein richtig nettes Rätsel. Ja, achso. Andromeda. Orion. Ich werde verrückt hier. Wo ist dieser komische Bär? Ah, hier. So sieht der aus. Ich bin hier nicht schon. Mal gucken. Ich drehe nochmal ein bisschen. Ich will wissen, was, ob da noch irgendwas passiert oder so. Das sieht ja so etwa in etwa aus. Das da hinten sieht aus wie der Wagen, aber ja. Hey Mandy, wie Mary Bear, wie mein. Achso, deswegen haben die gedacht. Ach hier, hey Mandy, sei mein kleiner Bär. Ruf mich an, großer Bär. Deswegen war das so lustig. Ach Gott. Naja, aber schon, wenn wir was jetzt wissen. So, mach mal hier die Karte. Wir müssen weiter nach links. Ja, was ist denn hier das Linkste? Da kamen wir eh hin. Ich bin gerade in der Schule verloren. Was? Ich komme hier nicht durch. Oh, bin ich hier gefangen für nur ewig oder was? Na gut. Ah, dann auf zum Kunstraum. Ey, das ist so eine riesige Halle, so münzige Räume. Okay, ist zu. Hat er keine Ahnung, warum auch immer. Zugeschlossen. Komm, ich muss mir hier Alarm aus. Okay, ich weiß nicht, soll ich jetzt am besten dadurch wieder zurückgehen? Ja, komm. Lass mich wieder auf den Schulhof raus. Los, los, los. Ich glaube, jetzt ist mittlerweile Nacht geworden, oder was? Nee. Immer noch Tag. Und immer noch bin ich verwirrt. Ich denke mal, Chemielabor. Das war noch das Einzige, wo man jetzt rein konnte. Ich gucke eben nochmal auf die Karte. Hä? Es gibt doch hier auch schon wieder nichts. Eben bin ich doch da drüben rein. Irgendwie spackt das Spiel gerade ein bisschen doll rum. Gott. Okay, gut, die Aufnahme zeigt mir gerade, dass sie überhaupt keine Lust mehr hat. Deswegen werde ich mal wieder einmal abspeichern und das Spiel beenden.